Das folgende Video ist ein Ausschnitt aus dem letzten Livestream von der Justice, weshalb es auch kein übliches Intro gibt. Den Link zum Stream sowie seinem Twitch-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Gut, das heißt, wir reagieren jetzt mit Socke auf dem Mikrofon nach wie vor auf Luke von Nerd Factory, Disney Star Wars Desaster. Was ist das Problem? Elias, erklär mal, worum geht's in dem Video? Ich weiß es selbst nicht. Also ich habe nur den Titel gesehen und habe dir dann den Link geschickt mit Reaction-Fragezeichen. Und du warst dabei. Das ist eigentlich alles an Vorbereitung, was wir haben. Ich weiß es nicht. Scheinbar erklärt uns Luke jetzt, warum Disney Star Wars so Probleme hat. Und ich bin gespannt darauf, weil ich wüsste es auch gerne. Ich bin auch gespannt. Wir gehen auch direkt rein, würde ich sagen, oder? Willst du das Stoppen übernehmen? Das kann ich machen, ja. Gehen wir rein. Okay, ich war hier gerade bei der Küche, habe ein bisschen Spülmaschine ausgeräumt, eingeräumt und als ihr mich gebückt habt, ist diese neue Kette, die ich habe. Übrigens im Nerd Factory Shop für euch erhältlich. Jetzt 20 Stück sind limitiert, also schlagt am besten jetzt zu. Vor die Nase gefallen. Nur 20? Ein Star Wars T-Shirt und mein Gedanke limitiert. Kam mir, was ist das Problem mit Star Wars? Was sag ich mir? Willst du ein Hot-Take geben für den Anfang? Was ist das Problem mit Star Wars? Soll ich jetzt sagen, was ich denke oder was ich glaube, was Luke denkt? Mach mal beides. Also, boah, wenn ich jetzt sagen müsste, was ich denke, sage ich mal kurz gefasst, eine geballte Kraft an Inkompetenz gepaart mit Menschen, die nicht die entsprechende Liebe zu Star Wars empfinden, um es so fortzuführen, wie es sich Fans wünschen würden. Das wäre so meine Antwort. Okay. Ich würde sagen, kein Plan und das, was Eve letztens angesprochen hat, keine Glaubwürdigkeit mehr. Ja. Aber was sagt Luke halt, ist die Frage. Was sagt er? Ich glaube, er sagt Fatigue, dass die Leute einfach keinen Bock mehr haben. Nein, das fände ich jetzt ein bisschen traurig. Also, weil das zieht halt vor allem, finde ich, nicht bei Star Wars. Das kannst du bei Marvel oder so sagen, aber bei Star Wars ist es für mich gar kein Argument. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er auch ein bisschen auf diese Planungssache eingeht. Ich sage, er geht auf Planung und sowas ein und dann sind es wieder die Fans. Ich sage, es wird so ein toxischer Fans-Teil. Könnte sein. Ich hätte aber noch eine andere Frage. Mhm. Du nimmst mich nicht auf, oder? Doch, das tue ich. Okay, du nimmst mich auf. Das heißt, hätten wir vorher zählen sollen? Nee, ist ja sowieso synchron. Ich nehme uns alles perfekt, auf. Perfekt, wir sind synchron. Perfekt, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, was der gute Luke sagt. Eine simple Frage, was ist das Problem? Star Wars hat in den letzten Jahren es nicht wirklich geschafft, alle Leute in den Bann zu ziehen. Ja, es gab eine Hochzeit zu Star Wars Episode 7, wo gerade vor dem Film sehr, sehr viele Leute wieder sehr im Star Wars Fieber waren. Mehr davon wollten, sich gefreut haben. Wir erinnern uns an die Rocket Beans Trailer Reaction zu Star Wars Episode 7, eines der legendärsten Videos, was es in der deutschen YouTube-Szene damals gab. Ey, Episode 7, der Hype. Ich habe noch nie einen größeren Hype gesehen. Noch nie. Nicht mal Dubai-Schokolade. Und auch die Fankultur generell international war eher in einer euphorischen Situation. Uns wurden neue Filme angekündigt. Hayden Christensen tauchte erstes Mal wieder auf der Star Wars Celebration auf und die Leute liebten ihn und empfangen ihn zurück als Anakin, als ihren Anakin. Kanäle wie Star Wars Theory und Star Wars Stories und Co. sprossen an allen Ecken aus dem Boden und auch ich begann mit meinem ersten Video 2016 ein Star Wars Thema anzureißen, eben mit Rogue One und dem Bau des Todessterns. Aber warum hat es in diesen inzwischen bald 10 Jahren Star Wars es nicht geschafft, die Leute bei sich zu behalten? Und vielmehr, warum ist es so schwierig, sich auf Star Wars zu freuen? Darüber möchte ich heute mal mit euch reden. Und das hier ist ein etwas, ihr merkt es, spontaneres Video, was hier in meiner Küche entsteht, was primär daran liegt, dass ich ein Projekt gerade mache und deswegen nicht in meinem Set drehen kann, weil die Kamera dasteht. Und dazu später mehr. Ihr werdet dann noch ein neues Video, ein Special sehen, auch auf Patreon übrigens. Also werdet ihr jetzt Patreon, wenn ihr ab Dezember Special-Videos einmal im Monat bekommen wollt. Aber genug davon. Glaubst, fangen wir doch mal mit dem eigentlichen Thema an. Was ist das große Problem von... Boah, das war für mich Prime Nerd Factory. Da habe ich wirklich noch jedes Video geschaut. Nerd Factory.
Das war sehr geil, wo er dann, oder auch diese Star Wars Basics Videos immer, also ich sag wirklich, an Lore-Wissen, was ich so habe, habe ich einen großen Teil von Nerd Factory. Nerd Factory und Star Wars Stories wahrscheinlich. Okay. Und Star Wars Basis. Ja. Und Star Wars Flash. Ja, gibt einige coole. Aber der ist cringe geworden, Star Wars Flash. Ja, finde ich auch, der ist scheiße. Große Problem von Star Wars. Der nimmt jetzt mit diesem Dead Just richtig cringe, der Typ. Nur noch Hater auf dem Kanal. Und für einige Leute wird das sehr leicht zu beantworten sein. Das Problem mit Star Wars ist die Wokeness. Klar, schwarze Leute, Frauen, hat man vorher nicht gesehen, gab es in der Welt nicht und jetzt sind sie auf einmal überall. Das ist sowas. Aber mal ganz ernst, darum geht's nicht. Das ist nicht das Problem von Star Wars. Und wer das behauptet, hat scheiß Bimmern. Das große Problem von Star Wars. Das frage ich mich halt auch immer so ein bisschen, weil viele machen ja immer diesen Punkt, da hatte ich in meinem Stream auch gestern drüber gesprochen, dass die sagen, ja, ey, Wokeness ist das große Problem und alle sagen, es wäre das große Problem. Also, nee, andersrum. Jemand wie Nerd Factory sagt, Wokeness, alle halten das für das große Problem, alle haten gegen Wokeness, aber das ist es gar nicht. Wer sagt das denn aber? Sind es wirklich die Menschen, die die Vertrauenswürdigkeit haben und auf deren Meinung man hören sollte? Oder sind es irgendwelche Internet-Trolle, die einfach nicht damit klarkommen? Und die Menschen, die wirklich ein bisschen Reichweite haben, die sich hinsetzen und kritisieren und wo Leute sich das anschauen. Wir haben gerade ein paar erwähnt, Star Wars Stories, Star Wars Basis, Star Wars Flash, all diese YouTuber, auch im englischsprachigen Bereich. Da sagt doch niemand unbedingt, dass es nur an Wokeness liegt, oder? Nö, weil das, was also Leute, die Wokeness kritisieren, das ist ja immer ein, es geht nur um Wokeness. Also, dass die sagen, wo ist die Story, wo ist die Charakterentwicklung? Und dass sie sagen, da wird sich drauf ausgeruht und das ist das, was in den Vordergrund gestellt wird und dann fehlt eine Story. Also da ist nie, ja, Wokeness muss raus, sondern ey, wo ist der Rest? Ja, also klar, ich gebe ihm schon den Punkt, dass es halt nun mal Leute gibt, die da sehr halt ihren Profit rausschlagen aus diesem Wokeness-Thema. Also gibt so ein, zwei Kanäle auch im deutschsprachigen Raum, ohne jetzt hier Namen zu nennen, da steht dann halt immer ganz groß Wokeness auf dem Titel und dann gibt es halt 700 LGBTQ-Flaggen im Thumbnail, obwohl es gar nicht darum geht, es geht einfach um eine Star-Wars-Kritik, aber die ballern sowas dann halt rein, reiten darauf rum und machen halt so ein bisschen Ragebait-Content. Gibt's halt auch, aber der Großteil tut es nun mal nicht, würde ich so behaupten. Ja. Star Wars ist sehr viel mehr ein anderes. Und ich glaube, es ist auch nicht mal unbedingt was, was George Lucas selbst nicht hatte oder hatte und es verloren gegangen ist, seitdem Disney das übernommen hat. Ich glaube, das ist nicht das Ding. Das eigentliche Problem von Star Wars, mal abgesehen davon, dass auch schon zu George Lucas Zeiten sehr viele Leute Probleme mit Star Wars hatten, aber ich glaube, das Problem, warum Star Wars heutzutage Schwierigkeiten hat, Leute in Euphorie zu versetzen, schon bevor die Projekte rauskamen. Ja, ich habe es gerade erwähnt, ihr erinnert euch, Episode 7 hat die Leute in Euphorie versetzt, Episode 8 hat die Leute auch noch in Euphorie versetzt, bevor er rauskam und ab diesem Zeitpunkt ging es dann in eine etwas andere Richtung. Und das Problem ist auch nicht Rian Johnson und das Problem ist nicht Kathleen. Doch, das Problem sind Rian Johnson und Kathleen Kennedy. Genau das ist das Problem. Ich bin auf den Take. Das Problem ist nicht die Disney-Agenda. Das Problem ist, dass Disney und Lucasfilm keine klare Linie haben. Schau dich mal bei dir zu Hause um. Was siehst du, wenn du deine Wände ansiehst? Okay, vermutlich eine Spülung und Fliesen, weil die meisten von euch auf dem Klo sitzen, aber der Rest im Wohnzimmer oder auch wo immer ihr in eurer Wohnung seid, sind da nicht langweilige, leere Flächen überall? Damit ist jetzt Schluss. Mit Displate kannst du deine Wände in ein echtes Kunstwerk verwandeln oder sogar in dein eigenes Multiversum. Displate bietet über 2 Millionen Designs, ob epische Poster zu Marvel, Star Wars oder Gaming-Klassikern wie Warhammer oder D&D. Und jetzt zu Black Friday bekommst du die besten Rabatte des Jahres. Bis zu 44%, ja sogar die neuen Textra-Designs mit 3D-Konturen und beeindruckenden Texturen sind erstmals mit reduziert. Was macht Displate aber so besonders? Es sind robuste Metallposter, die atemberaubend aussehen und unglaublich langlebig sind. Der Clou ist nämlich, es gibt kein Bohren und keine Löcher. Dank des Magnetmontagesystems kannst du sie in Sekunden aufhängen und genauso schnell austauschen gegen andere. Perfekt für alle, die ihre Räume immer wieder neu gestalten wollen oder für alle, die Ärger mit dem Vermieter vermeiden wollen. Ich zum Beispiel kann jetzt meine Loki Season 2 Poster austauschen gegen neue zur Vorbereitung auf die Star Wars Celebration in Japan.
Noch ein Highlight, jede Bestellung unterstützt meinen Kanal. Nutze also diesen Link in der Videobeschreibung oder meinen Code, der dort auch... So, wir klauen ihm das Video, wir gönnen ihm hier seine Werbung dafür, dass wir das Video klauen. Auch steht, um dir die besten Rabatte zu sichern. Aber beeil dich, dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit. Fang also am besten jetzt an, mit Displayed deine Geschichte zu erzählen. Ein Metallposter nach dem anderen. Sie wissen nicht, was sie machen wollen. Und ein Problem, was mir jetzt in den letzten Tagen viel mehr entgegenkam, weil sehr viel darüber geredet wurde, ist, dass seit einigen Jahren Filme gegreenlighted werden, bevor ein Skript existiert. Wir erfahren von Filmen, bevor ein Skript existiert. Wir freuen uns auf... Angekündigt, es kommt Rogue Squadron, es kommt der Taika Waititi-Film, Rian Johnson macht seine Trilogie, es kommt Droid Story in der Lando-Serie. Ja. Hört sich bekannt vor, kommt mir bekannt vor. Der Videoinhalt. Der kommt mir sehr bekannt vor, ja. Hab auch gerade so ein Déjà-vu ein bisschen. Neue Projekte, bevor ein Skript existiert. Und ich glaube, das ist das Kernelement, was bei Disney Star Wars in den letzten Jahren für sehr große Probleme gesorgt hat. Denn wir wussten zum Beispiel von einem Film... Ganz kurz aber jetzt mal. Das Video geht noch 12 Minuten, vielleicht kommt da jetzt eine Erklärung, aber... Wie genau ist jetzt das daran schuld, dass die Sequels von Film zu Film weniger Geld gemacht haben und dass jeder die Sequels scheiße fand? Aber das hat doch nichts mit der Planung dann zu tun gehabt, oder etwa doch? Das ist also, da weiß ich nicht. Das hier hat was mit der Planung zu tun, weil sobald eine Idee da ist, die rausgeballert wird. Ja, aber also Star Wars war ja auch schon tot, bevor Ideen gecancelt wurden. Ja, aber... Ne, ich glaube, das ist so sein Ding, warum es jetzt tot ist und nicht... Ja... Ich glaube, für ihn war es nicht tot vorher. Für ihn ist es jetzt vielleicht so ein bisschen tot. Gut, das kann sein. Ihn ist es, er merkt jetzt vielleicht jetzt, dass so wenige wie noch nie Star Wars schauen. Das kann oder sein. Oder sich auf diese ganzen Sachen freuen. Aber jetzt halt darauf zu reduzieren, finde ich ein bisschen hart. Aber vielleicht kommt doch was, wer weiß. Ja. Weißt du was? Ich sehe hier so schöne Beechcraft-Bonanzas und hier hinten, ich glaube, das ist eine Cessna. Und dann haben die da einfach so einen X-Wing hingestellt. Zwischen die ganzen realen Flugzeuge, Mann. Hättet ihr nicht einen Star Wars-Hangar holen können? Wäre ein bisschen schade. Ja. Von was Patty Jenkins, ja, der Regisseurin von Wonder Woman, der sich um X-Wing... Oh, ey! Leute, off topic. Ich glaube, das sieht jedenfalls so aus. Das hier könnte die Nase einer Cessna 172 sein. Das ist das legendärste Flugzeug, das es jemals gegeben hat. Zwingelupen drehen sollte, ja? Der sollte kommen. Ist nie gekommen. Es sollte ein Taika Waititi Star Wars Film kommen, um den sehr viel geredet wurde. Der kommt. Ist nie gekommen, ist wahrscheinlich tot. Wir haben lange nichts mehr davon gehört. Es sollte eine Serie Rogue Squadron, hieß sie, Rangers of the New Republic geben. Rogue Squadron war der Patty Jenkins Film. Nein, wird nicht erscheinen, wird niemals kommen. Und auch Andor, aber ursprünglich. Beides sollte kommen. Beides sollte kommen. Beides ist nie gekommen. Ah, Disney. Nee. Nicht Disney. Auch hier wieder, wie im Eve-Video. Da tue ich Disney Unrecht. Lucasfilm unter der Dame, die, wie wir gehört haben, ja nicht das Problem sein soll. Kathleen Kennedy. Ja. Natürlich ist Kathleen Kennedy das Problem. Natürlich. Ich, Cassian und K2SO, die zwei Breakout-Stars von Rogue One. Und diese Serie sollte 5 Staffeln, 5 Jahre, jeweils eine Staffel, ein Jahr, sich umreißen. Und auch diese Serie wurde so stark verändert, dass sie quasi nicht wiederzuerkennen ist. Ich persönlich feiere Andor, aber auch Andor war für viele Leute sehr, sehr uninteressant, als die erste Staffel rauskam. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch unter anderem daran liegt, dass eben K2SO nicht dabei war. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es daran liegt, dass davor so viel Bullshit rausgekommen ist, dass viele Leute sich gedacht haben, nö, gebe ich mir nicht mehr. 100%. Und Andor ist... Dasselbe wie bei Solo, weil Solo war nicht gut. Ja. Aber Solo war kein Flop-Film. Ja, und Andor war halt auch keine Serie, die war sehr, sehr geil, aber das war halt keine Star-Wars-klassische Serie, die dann gereicht hat und irgendwie auf alte Gefühle angespielt hat, dass Leute wieder gesagt haben, ja, okay, jetzt bin ich doch dabei, wie das dann halt Mando gemacht hat mit dem Luke-Cameo und sowas. Ja, Andor hat auch gelitten. Ja,
Ich möchte nur kurz sagen, weil das jemand in den Chat schreibt, mein Zimmer wird voller. Nee, eigentlich nicht. Ich habe jetzt nur meinen Schallschutz hier hinten in meinen Schrank gestellt. Aber ich habe hier eine große weiße Wand. Also sollte es dort draußen, ich weiß nicht, vielleicht so einen Metallposterhersteller geben, der mich sponsern möchte. Ich würde es nehmen. Ich warte auch noch auf das Display-Sponsoring, ne? Große Cards von Episode 7, 8 und 9 können wir auf das gleiche Problem schieben. Die Konzepte waren nicht einheitlich. Es gab keine klare Linie, es gab keinen Plan. J.J. Abrams hat einen Film gemacht und dann zur selben Zeit, wie J.J. Abrams seinen geschrieben hat, sein Skript geschrieben hat, hat Rian Johnson sein Skript geschrieben und... Nein, das wurde schon debunked. J.J. Abrams war mitten in der Produktion von Episode 7, dann ist Rian Johnson ins Büro von Kathleen Kennedy gekommen, hat ihr einen ganz anderen Film vorgestellt und Kathleen Kennedy, die zu dem Zeitpunkt J.J. noch keinen Vertrag gegeben hatte, wo J.J. dann völlig verblüfft war, dass sie von ihm wollte, dass er noch 8 und 9 macht, ist dann zu Rian Johnson hingegangen und hat zu ihm gesagt, du, hättest du nicht Bock, Episode 8 zu machen? Und so ist Rian Johnson zu Episode 8 gekommen. Das ist auch der Grund, warum die Filme nicht unbedingt alignen. Das liegt nicht daran, dass Rian Johnson ein schlechter Regisseur ist und alles ignoriert hat, was J.J. Abrams in den Film eingeführt hat. Das liegt wortwörtlich daran, dass J.J. Abrams und Rian Johnson nicht wussten, was der andere macht, während sie die Skripte geschrieben haben. Das ist auch schon wieder debunked worden. Rian Johnson wurde die Erlaubnis gegeben, alles zu ignorieren und das zu machen, was er wollte. J.J. Abrams hat eine Outline vorgelegt, auch wenn die überhaupt nicht detailliert war, sondern sehr grob. Aber er hat was vorgelegt. Und Lucasfilm hat Rian Johnson gesagt, ja, kannst du dich dran halten? Musst aber nicht. Geschrieben haben und das Skript für... Übrigens nicht die Worte von mir, sondern die Worte von Leuten, die intern an diesem Film beteiligt waren und sich mittlerweile geäußert haben. Die das Skript für 7 zur gleichen Zeit fertig wurde wie 8 und nur die Elemente der Charaktere übernommen wurden, aber die Storyline schwierig fortzusetzen war. Die ursprüngliche Version von Episode 9 wäre genauso ein komplett anderer Film mit einem komplett anderen Stil und einer komplett anderen Idee geworden, wie Episode 8 es im Vergleich zu 7 war. Und da aber 8 so eine große, ja, so einen großen Aufschrei in der Community von Star Wars Fans ausgelöst hat, wurde das dann verworfen und ein komplett neues Skript zusammengekoppelt, damit der Film trotzdem noch sein richtiges Release-Datum erreichen kann. J.J. Abrams hat also innerhalb von kürzester Zeit irgendwas zusammengeschmissen und das ist im Grunde auch, was Episode 9 ist. Ja, und warum hat er das gemacht? Weil Rian Johnson seine Outline verworfen hatte und Colin Trevorrow gesagt hat, wenn der sich nicht dran hält, weil ich bin jetzt schon davon ausgegangen, dann mache ich nicht mehr mit. Ja. Und J.J. Abrams hat Kathleen Kennedy wortwörtlich den Arsch in ihrem Managerstuhl gerettet. Ja. Sehr schlechter also, Film, aber ganz kurz, irgendwie. Ich würde ja auch mal ganz gern die Frage von Cyber King aufgreifen. Und warum ist Kathleen Kennedy jetzt nicht schuld daran? Also, das ist eine gute Frage, finde ich, weil alles, was hier ja beschrieben wird, sind Managementfehler, Organisationsfehler, ja. Abstimmungsfehler. Und wer ist dafür verantwortlich? Kathleen Kennedy. Also, wenn hier einer schuld ist, dann halt ganz klar sie. Muss man so sagen. Underwhelming als dritter Teil und Ende der kompletten Skywalker-Saga. Es sollte mehr Star Wars Stories geben, ja? Und damit meine ich nicht Jakob vom Kanal Star Wars Stories, sondern es sollte mehr Filme wie Rogue. Es sollte mehr Star Wars Stories Videos geben. geben. Und Rogue One war ein fantastischer Film. Für viele Leute ist es der beste Star Wars Film, der jemals produziert wurde, direkt nach den Originals. Und auch ich muss sagen, Rogue One ist eines der besten Elemente, was die Qualität und die Stimmung angeht, die in diesem Film vermittelt wurde, ähnlich wie Andor eines der besten Serienerlebnisse ist. Aber woran liegt das? Woran liegt das, dass Star Wars immer und immer wieder uns Dinge neu verspricht, die technisch gesehen interessant aussehen, aber irgendwie dann nicht das werden oder nicht in die Richtung funktionieren. Wie ich werfe mal eine steile These in den Raum. Aber könnte es sein, dass das Management einfach keinen roten Faden hat und an der Spitze des Managements eine Person sitzt, die einfach vollkommen ungeeignet für ihren Job ist? Nur mal so eine Theorie. Das ist die gute Frage. Ich glaube, die Schuld trägt tatsächlich Marvel. Marvel Studios, die komplette Avengers-Franchise und die, ich muss wirklich die Spielmaschine fertig einräumen gleich,
die Infinity-Saga, weil dort war das erstmals eben gang und gäbe, dass Leute darauf gehypt wurden, dass Projekte entstehen, die noch nicht einmal ein Skript oder teilweise nicht. Ganz kurz, den Punkt gehe ich voll mit. Aber das hatte ich ja auch im Eve-Video angesprochen und sowas. Das ist so krass, was Marvel für einen Einfluss hatte auf diese ganze Kinowelt. Dass jeder Marvel sein wollte. Jeder wollte Marvel sein. Also wir wirklich denken mal daran, so 2017, 2018, auch nach Endgame dann, wo immer diese Disney-Expos stattgefunden haben und man diesen Moment hatte, wo Kevin Feige auf die Bühne kam und dann 40 Filme hinter ihm erschienen sind und der die alle angekündigt hat und Leute sind nur wegen irgendwelchen Titeln ausgerastet und waren gehypt und sowas. Yeah. Und es gibt dann 1:1 den gleichen Clip, wo Kathleen Kennedy mit dem gleichen Layout, was Marvel immer hat, auf die Bühne geht und auch diese ganzen Titel um sie herum erscheinen. Man hat ja sogar, weißt du noch damals, wo man diese Timeline in Star Wars aufgemacht hat und dann wurde das so eingeteilt in so verschiedene Ären und Epochen in Star Wars. Das ist Marvel, das ist 1:1 Marvel Layout, man hat nur die Farben geändert und neue Schrift hinzugefügt. Und jeder wollte das halt machen, was Marvel macht. Ja, aber du merkst, dass das bei Lucasfilm zu dem Zeitpunkt, wo Kathleen Kennedy auf die Bühne gestiegen ist, noch nicht hätte veröffentlicht werden sollen, weil es war noch nicht fertig. Und da wurden teilweise Produktionen auf die Bühne geklatscht, die in keiner Welt bereit waren, irgendwie angekündigt zu werden. Das war einzig und alleine, das haben sie vorgezogen, einzig und alleine, um von den 12 Shitstorms abzulenken, die Kathleen Kennedy zu dem Zeitpunkt hatte. 100%. Und da muss man halt auch einfach mal erwähnen, auch wenn der heute sehr, sehr in Verruf geraten ist, du brauchst einen Mastermind wie Kevin Feige da an der Spitze. Kevin Feige ist einer der beeindruckendsten Menschen der letzten Jahre in Hollywood. Weil sowas, was Marvel da gemacht hat, ist nicht normal. Das sehen wir daran, dass alle anderen das auch machen wollten. DC hat das genauso gemacht. Die wollten einen Justice League-Film haben, wollten darauf hinarbeiten, aber haben sich dann in der Organisation so überworfen, dass sie 4 Jahre nach Justice League ein Remake von ihrem eigenen Film rausbringen mussten, weil der so scheiße war. Und da brauchst du halt einen Menschen an der Spitze, der das alles überwacht, organisiert und auf den Tisch hauen kann, wenn was nicht funktioniert, aber was funktioniert. Und das war Kevin Feige und Kevin Kennedy war das halt nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Regisseure hatten einfach neue Projekte, die immer und immer wieder angekündigt werden. Und auch das wird jetzt gerade ein großes Problem für Marvel, denn dieses Konzept hat kurzzeitig funktioniert, warum auch immer, wird jetzt aber immer und immer schwieriger. Schreibt noch einer rein, The Sentinel, aber schuld oder verantwortlich ist nicht der, der es vormacht, sondern der, der es einfach kopiert oder der, der es schlecht kopiert. Ja. Und bei wem sind wir dann wieder? Da sind wir beim gleichen Namen wie immer. Kathleen Kennedy. Wir sehen das mit dem Blade-Film, der immer mehr Probleme hat und vermutlich jetzt gar nicht mehr kommt. Wir sehen das mit verschiedenen Serien, die zwischendurch kommen sollten und wieder nicht kamen und verschoben wurden. Armor Wars wurde dann ein Film und jetzt ist es gar nichts mehr oder vielleicht doch, wir wissen es nicht. Und genau das Gleiche ist eben bei Star Wars basically von Anfang an passiert. Wir wussten damals, es sollte eine komplette neue Trilogie nach der Episode 9 geben, die von Rian Johnson geführt wurde. Nicht unbedingt eine, die die Story weitererzählt, sondern vielleicht ein eigenes Ding. Leute munkelten, es könnte in der Old Republic spielen. Andere munkelten, es könnte in der weiteren entfernten Zukunft spielen. Wir werden es nie erfahren, wahrscheinlich, denn Rian Johnson sagt zwar immer noch, dass es jetzt technisch gesehen nicht vom Tisch ist, aber who knows, ob jemals wieder da wäre. Es ist in der Creative Stage of Development. Genau. Und was entstehen wird. Dann sollte es ja von den Game of Thrones-Machern ebenfalls 3 neue Filme geben. Auch das war ein großes Ding. Sehr viele Leute dachten hier ganz explizit, es muss sich eigentlich um irgendetwas aus der Old Republic handeln, denn Game of Thrones ist ja eher ein ritterliches, irrtümliches Ding und man hat da natürlich die Verbindung gezogen, dass so ein Krieg, der zwischen den Jedi und dem Sith-Imperium stattgefunden hat, sehr in diese Idee passt, wie das, was eben die Game of Thrones-Macher in Game of Thrones gemacht haben. Dann ist diese 8. Staffel von Game of Thrones total in den Arsch gegangen und die Idee von diesem Projekt wurde auch wieder verworfen. Ist auch so krass. Das sind alles Leute, die gute Arbeit gemacht haben bis zu einem gewissen Punkt und sobald sie einmal einen Fehlgriff hatten, hat Lucasfilm gesagt, nö, will ich nicht mehr. Und so Leute tun mir so leid, weil das sind ja immer wieder Studiosachen gewesen. Also wir hatten ja das gleiche bei Wonder Woman genauso und Wonder Woman 1984 ist offen unter anderem ein sehr starkes Studioprodukt gewesen, wo man mit Themenwünschen in diesen Film reingesprochen hat. Und dann hat dieser Mensch einfach seinen Job verloren, weil das Studio ihn verarscht hat. Und dann hat er einen scheiß Film releasen müssen und hat noch sein großes Highlight der Karriere vielleicht, ein Star Wars Projekt deswegen verloren.
Also, die Leute tun mir echt leid. Das ist Verarsche. Ja. Wegen kreativer Differenzen. Kevin Feige von Marvel sollte einen Film... Ja, aber wenn es 50 mal kreative Differenzen gibt mit 50 verschiedenen Leuten, sind eventuell nicht jedes Mal die 50 verschiedenen Leute das Problem, sondern eventuell ist es auch einfach... Kathleen Kennedy. Ja. Wir machen uns wieder sehr still und wir haben auch nie erfahren, worum es in diesem Film hätte gehen sollen und so weiter und so fort. Wir haben sehr viele Informationen bekommen und wurden immer und immer wieder enttäuscht. Nicht einmal unbedingt von den Projekten selbst, sondern von dem, was die Projekte überhaupt wurden oder eben nicht. Denn normalerweise sollte man erst gute Skripte schreiben und dann entscheiden, okay, das machen wir als Film. So war es zumindest früher. James Gunn ist nämlich jetzt gerade als DC-Chef sehr in dieser Sache. Er kündigt keine neuen Filme an. Es wird keine Ankündigung eines Aquaman-Films, neuen Flash-Films oder sonst irgendwelchen Sachen geben, solange es kein Skript gibt, mit dem DC und, was ist das, Warner Brothers? Der Punkt ist sehr krass. Ich habe gerade Kevin Feige so gelobt, da muss man nochmal James Gunn hier erwähnen. Weil DC hat zwischen 2019 und 2022 oder 2018 zu 2022 wirklich 700 Filme announced. Da hat sich The Rock vor die Kamera gestellt und eine neue Ära des Kinos angekündigt, weil er Black Adam war. Nur um dann das zwei Wochen... Das war das Peinlichste, was The Rock jemals gemacht hat. Das war wirklich... Der Typ hat eine neue Ära angekündigt und hat sich gefeiert, weil er Henry Cavill zurückgeholt hat. Zwei Wochen später wurden sowohl er als auch Henry Cavill wieder rausgeworfen und James Gunn kam rein. Und normalerweise würdest du ja dann voll viele Filme ankündigen als James Gunn, um das wieder gut zu machen sozusagen. Aber der Mann hat einfach seit zwei Jahren keinen Film angekündigt. Der hat ein paar Teaser zu Superman rausgehauen und das war's. Und das ist geil, weil so macht man das. Und vor allem, was hat er bei den Teasern zu Superman gemacht? Bilder, das war's. Bilder. Ja. Und kein, oh, wir machen jetzt diesen großen Film, sondern, ey, wir arbeiten da an etwas, mal schauen. Ja. Und nicht, es kommt in dem Jahr, ganz, ganz sicher, wir haben heute das erste Mal drüber geredet, aber es kommt ganz sicher 2030. Ja, genau das ist es. Zufrieden sind. Und ich denke, das ist das Kernproblem von Star Wars und zwar auch Marvel, aber wir reden jetzt heute mal nur über Star Wars. Das Kernproblem ist, dass jedes Mal, wenn eine Star Wars Celebration stattfindet, uns neue Brotkrumen hingeworfen werden oder sogar mehr und mehr Hinweise auf größere Sachen hingeworfen werden und die wir wissen inzwischen nicht mehr, ob sie tatsächlich stattfinden werden oder nicht. Letztes Jahr wurde uns Rey als neue Jedi-Meisterin in einem neuen Film nach Episode 9 angekündigt. Jetzt haben wir erfahren, dass der Autor des Skriptes dieses abgegeben hat und Lucasfilm gesagt hat, ne, das ist kein gutes Skript, machen wir nicht. Selbes Problem gab es mit der Lando-Serie, die ursprünglich auch ein Film werden sollte. Und selbes Problem gab es mit Patty Jenkins Skript und eben den... Stell dir mal vor, du kündigst einen Rey-Film an. Noch bevor der fucking Scriptwriter ein erstes Skript abgegeben hat. Ja. Das ist so geisteskrank. Es ist ja fast so, als würden irgendwelche Leute ankündigen, dass wir irgendwann mal Kernfusion haben werden. Gibt zwar noch keine vernünftigen Anlagen dazu, aber Leute, Kernfusion, ich sag euch, das wird's in absehbarer Zeit, das wird's. Den Game of Thrones Brüdern, die alle ihre Skripte oder ihre Ideen Lucasfilm gepitcht haben, nachdem sie schon längst engagiert waren und dann ist nichts draus geworden. Heißt das jetzt, dass der Rey-Film nicht kommt? Nicht unbedingt. Es können noch ein paar andere Sachen passieren. Rey könnte immer noch in dieser neuen Trilogie, die jetzt ebenfalls wieder gerumored angekündigt wurde, entstehen. Und auch da wissen wir nicht, angeblich geht es um neue Charaktere und vielleicht hier und da mal eine Cameo von alten Charakteren, aber vielleicht auch nicht. Dave Filoni soll ja noch einen Film machen. Es sollte eigentlich auch noch von James Mangold einen Film für den Ursprung der... Und es sollte auch noch von Shamino bei Chinoy ein Film kommen und es sollte auch noch von meiner Oma ein Film kommen und Marvin sollte auch noch einen Film machen und ich glaube, Elias, deine Katze, sollte auch noch einen Film machen. So ungefähr, ja. Aber sehen wir vielleicht dann doch nicht alles, ich weiß es nicht, würde ich mal so behaupten. Ich müsste mal durchzählen, wie viele Jahre Content sie jetzt schon angeteasert haben. Also sagen wir, 2025 geht's los und jedes Jahr kommt einer dieser Filme. Wie lange werden wir dann mit Content versorgt? Jetzt, also ich mal ohne Spaß. Bis 2045?
Ich glaube wirklich. Also alleine, weil ja schon 3 Trilogien in Summe angekündigt wurden, haben wir ja schon 9 Jahre nur dadurch. Also wir wären wirklich 20 Jahre beschäftigt oder so. Ja. Das ist wirklich krass. Ey, du musst dir mal vorstellen, einige Leute, die jetzt bei Lucasfilm arbeiten, an diesen Filmen, die sind dann in Rente. Ja. Boah. Die machen nicht mehr so lange. Ja, das ist schon krass. Verrückt. Ja, aber was soll man machen? Die machen das einfach. Nur so ein kleiner Gedanke, den ich eventuell letztens hatte, als ich für Kathleen Kennedy Videos recherchiert habe. Nee, die geben. Jetzt ist aber James Mangolds Indiana Jones Film auch ziemlich gefloppt, leider. Oder meiner Meinung nach ein guter Film war. Und auch da ist wieder. Okay. Indiana Jones 5, Leute. Wir haben schon drauf reagiert. Deine Meinung dazu, bitte. Ich muss mich gerade zurückhalten. Also, guck mal, ich sag so, ich find's nicht überraschend, dass Luke den Film mag. Ich freue mich für Luke, dass er den Film mochte, aber ich find's ein bisschen fragwürdig, ob jetzt Indiana Jones so ein guter Film ist. Indiana Jones 5. Ja. Aber, das muss ich dir sagen, immerhin einer hat noch Spaß im Kino. Ja, ey, er hat Spaß. Und ich finde aber vor allem, dass man trotzdem deswegen nicht James Mangold seinen Film abnehmen sollte. Weil da haben wir genau das Gleiche wie bei Wonder Woman. Indiana Jones 5 ist ein Studioprojekt. Da kann mir niemand was anderes sagen. Und der Typ hat Meisterwerke bisher schon produziert. Warum sollte er nicht auch ein Meisterwerk in Star Wars produzieren können? Aber nee, lass ihm den Film abnehmen, weil Lucasfilm hat halt Indiana Jones 5 reingeschissen. Geil. Sinnvoll. Ja. Ja. Tja, was jetzt passiert? Und woher rührt das? Warum werden Sachen immer wieder abgesägt? Ist es wirklich nur das der Grund, weil niemand zufrieden mit den Skripten ist, weil man einfach Dinge zusagt und dann das Skript kommt und man dann sagt, ah, das Skript ist scheiße, wir machen es doch nicht mit dir. Könnte man nicht einfach einen neuen Versuch machen, jemand anderen ein Skript schreiben lassen, einfach das weiterproduzieren? Das Problem ist, dass die Idee hinter Star Wars, die Idee hinter Marvel, die Idee hinter Hollywood-Filmen, ist nicht uns zu unterhalten. In zweiter Instanz vielleicht ist es das, uns zu unterhalten. Vielleicht in dritter Instanz eins von diesen Elementen. Es ist aber nicht die erste Stelle. Die erste Stelle ist, was macht uns am meisten Geld? Und das ist nicht Kevin Kennedy, die sich diese Gedanken macht, oder Kevin Feige. Doch, es ist Kathleen Kennedy, die sich diese Gedanken macht, weil genau das ist ihr Job als Head of Lucasfilm. Was bringt am meisten Geld? Ich bin gespannt, wann es Remakes zur Originaltrilogie gibt. Ich wollte gerade sagen, also dieser Gedanke, was bringt am meisten Geld, ist ja auch nicht mal unbedingt verwerflich. Aber es sollte halt das Ziel sein, sinnvoll Geld zu machen und Geld so zu machen, dass halt auch die Fans möglichst nicht verarscht werden. Das hat uns Marvel über 15 Jahre gezeigt, dass man sich dumm und dämlich verdienen kann. Stell dir vor, wenn man gute Filme in einer Reihe produziert, die alle aufeinander aufbauen und die cool sind, dann bringt dir das viel Geld? Ja, genau das ist es. Und das ist halt so diese dumme Denkweise, die ich bei so vielen Studios nicht verstehe, dass sie dann lieber irgendwelche Kack-Remakes oder was auch immer für eine Scheiße machen, statt sich einfach mal hinzusetzen und sich ein langfristiges Projekt aufzubauen, wo du dann auch 7 Sequels machen kannst, aber die sind alle gut, deswegen machen die Geld. Aber nee, lass lieber Ariel lieber noch mal melken. Ja. Lieber melken. Oder irgendwelche Leute in dieser Produktionskette. Nein, das sind die Geldgeber bei Disney, das Board of Directors. Ja, und wer ist für die zuständig? Gleicher Name wie immer. Ja. Gut, ist vielleicht nur auf Lucasfilm bezogen, aber Bob Iger, Kathleen Kennedy, Feige, nur komischerweise bekommt Feige das besser hin als Kennedy. Und die Investoren in Disney letztendlich, die entscheiden, was geht und was nicht. Nein, falsch, komplett falsch. Du bist ein Unternehmer und jemand kommt und investiert bei dir. Dann entscheidet nicht der, was du tust, bevor der investiert. Der gibt dir das Geld, weil der sagt, deine Produktidee ist gut. Wenn der irgendwann die Anteile gekauft hat, dann kann der mitreden. Aber bei Disney hat niemand so viel Anteile auf einen Haufen. Und vor allem niemand, der bei gesundem Menschenverstand ist, sieht sich Kathleen Kennedys Arbeit an und sagt, das ist es. Ja. Da machen wir weiter. Da böllern wir weiter Geld rein. Ja. Niemand.
Also warum wurden nach Acolyte die Gelder zusammengekürzt bei Lucasfilm? Warum? Ja, das ist es. Und genau das ist ja der Punkt, also dass ein gewisser Druck von Investorenseite herrscht, das ist ja ganz klar, das sehen wir ja auch bei Acolyte zum Beispiel. Aber gerade deshalb solltest du ja dann versuchen... Aber die Investoren sitzen nicht in der Detailarbeit dieses Content. Ja, ja. Die schauen auch eines Tages in die Zeitung und da bekommen vorher einen Anruf, hey, wir machen bald eine Ankündigung und denken sich auch nur, what the fuck, wann gedenkt ihr das alles zu produzieren? Ja, und was ich halt auch meine ist, gerade weil dieser Druck ja herrscht, sollte man doch versuchen, nachhaltige Projekte zu machen. Weil mit nachhaltigen, guten Projekten bekommst du auch immer mehr Geld. Aber wenn du ein Scheißprojekt machst und das macht dann zwar erstmal ein bisschen Geld, aber die Leute beschweren sich alle darüber, die Investoren sind ja auch nicht dumm. Dann investieren die halt nicht, wenn die merken, oh, Star Wars macht von Film zu Film weniger Geld, lass mal lieber nicht da rein investieren. Logisch. Ja. Wofür geben wir Geld? Wo sind wir, wo stehen wir hinter und wo nicht? Und diese Leute, die reagieren ganz stark auf PR und diese Leute sind unter anderem mit dafür verantwortlich, dass vielleicht gepusht wird, Informationen früher zu streuen, auch wenn das nicht von denen selbst verlangt wird, aber für die wird das primär gemacht. Ja, weil Aktienkurse hochgehen, bla bla bla, aber die haben nicht so viel Einfluss auf jetzt einzelne Shows, die gemacht werden. Und vor allem bei Disney nach wie vor ist ja nicht die Cash Cow alleine Star Wars. Bei Disney gibt es viele, viele andere Sachen, die für Investoren interessanter sind. Und solange es Dividenden gibt, tanken die auch mal, dass die Aktie für ein Jahr vielleicht ein bisschen auf Talfahrt geht. Das ist nicht so das Problem. Das Problem ist der langfristige Plan des Unternehmens, in das die Leute investiert haben. Weil wenn das Unternehmen seinen Teil nicht mehr erfüllt, erfüllen die Investoren ihren Teil auch nicht mehr und ziehen das Geld ab, wenn sie es vertraglich können. Das bedeutet, wenn ihr jetzt eine neue Ankündigung nächstes Jahr zum Beispiel bei der Star Wars Celebration seht und ich ein Video darüber mache, dass wieder neue Filme über, keine Ahnung, den Blob aus Episode 9 angekündigt wurde, dann wisset, dass das nicht für euch oder für uns als Fans ist, sondern in erster Linie ist das erstmal für die Investoren, damit sie eine neue Investitionsrunde in das Unternehmen stecken und neue Dinge machen, damit sie wissen, wie viel Geld hat Disney wohl schon eingecashed mit den ganzen Ankündigungen? Würde ich auch gerne mal wissen. Das ist hart. Star Wars arbeitet an etwas. Es gibt neue Star Wars Filme, die irgendwann kommen. Und das ist das größte Problem von Star Wars. Der Kapitalismus. Das Problem, dass... Nein, der Kapitalismus ist, was Star Wars angeht, aktuell der größte Freund von Star Wars. Weil der Kapitalismus verhindert, dass da gewisse Leute einfach jeden Quatsch machen. Weil sie sehen, oh, wenn es den Fans nicht gefällt und wie wird das gemessen, natürlich in Geld, das eingenommen wird, dann produzieren wir halt was anderes. Ja. Und der Kapitalismus ist das, was gerade regelt, dass bei Star Wars es nicht so weitergehen kann. Ja, ich check auch hier den Punkt jetzt nicht. Also ist jetzt das Drehbuch zu Episode 8 schlecht oder zu Episode 9? Wegen des Kapitalismus oder was? Also, weil die Geld machen wollten? Ja, das check ich nicht. Also selbst wenn, das Ding ist ja, es hört sich jetzt hier in diesem Video so an, als wäre das einzige Problem von Star Wars, dass Dinge angekündigt werden, aber nicht realisiert werden. Aber es gibt ja auch Dinge, die werden angekündigt, die kommen raus und die sind trotzdem schlecht. Also wir erinnern uns an Acolyte. Das Ding wurde angekündigt vor langer Zeit, es kam raus und es war scheiße. War da jetzt auch der Kapitalismus das Problem oder was? Also... Der Kapitalismus ist ja das, was die Macher von Star Wars dazu bewegt, anderen Leuten gefallen zu wollen. Ja, weil sonst hätten wir Acolyte Staffel 2 bekommen. Und dann hätten wir jetzt nochmal Spaß damit gehabt. Ja. Also, weiß ich nicht. Das Lucasfilm. Hä? Das Lucasfilm und Disney als Produktionsunternehmen, ja, und auch Marvel Studios, also gehen wir mal nur auf Lucasfilm und Marvel Studios, als Produktionsunternehmen müssen Ankündigungen für Star Wars Serien und Filme machen, die grob in die Market Research Gruppen gehen und eben... Ja, aber nicht 50. Ja. Doch nicht 50 Ankündigungen. Ja. 2 pro Jahr. Mehr brauchst du nicht. Ja. Tiere beinhalten, die potenziell populär bei den Fans sind. Ja, deswegen kriegen wir eine Serie über Ahsoka, weil
der Market Research ergeben hat, dass Ahsoka ein populärer Charakter ist. Deswegen kriegen wir Serie über Andor und K2SO, weil das die zwei populärsten Sachen aus Rogue One waren. Mit Abstand zu allem anderen. Deswegen kriegen wir einen Film über Rey, weil Rey tatsächlich nach Market Research Punkten die populärste und vielversprechendste Figur von Lucasfilm aktuell im Star Wars Universum ist. Das will ich, die will ich sehen. Die Market Research will ich sehen. Nein, warte, ich mache Live-Recherche. Beliebteste Figuren Star Wars. Junge, jetzt bekommst du so eine Screen-Rant-Liste einfach nur. Ist okay, ist okay. Ich suche ja gerade nach sowas. Denn dann zeigt man mir... Oh, ich muss Sign-In machen. Warte hier, dann zeigt man mir, dass Rey auf... Okay, ich sehe hier nur... Hier. Das sind die 10 beliebtesten Charaktere der Star Wars Saga. Hier haben wir... Wen haben wir hier? Wir haben immer noch Yoda. Wir haben... wir haben Padme. Wir haben Leia. Wir haben Han Solo, Chewbacca, Obi-Wan, Darth Vader, Luke Skywalker, R2-D2. Haben wir hier noch irgendwie... Hier, Reddit. Was sind deine Lieblings-Sequel-Charaktere? Ich mag Finn. Babu Frick. Ben Solo. Babu Frick. Hux. Snoke. Kylo Ren. Luke Skywalker. Darkseid Finn wird gefordert. Kylo Ren. Der süße kleine Druiden-Reparaturtyp, hab seinen Namen vergessen. Also Babu Frick. Ben Solo. Personal Opinion, keiner. Finn. Ich suche immer noch nach dem Ersten, der Rey sagt. Kylo Ren, Babu Frick. Ich suche danach. Also das will, weil es ging, sein Punkt war ja jetzt hier nicht mal, dass er gesagt hat, es ist der beliebteste Sequel-Charakter, sondern es ist einer der rentabelsten Figuren, die Star Wars aktuell in ihrer gesamten Saga hat. Und also die Market Research würde ich sehen. Sie haben ja angekündigt, the most valuable character, haben sie sie genannt. Also, und hier, die nächste Liste. Die nächste Liste, Leute. Ich schaue nicht nur auf eine Liste. Ich habe jetzt die dritte locker offen. Nummer 1, Han Solo. Nummer 2, Kylo Ren. Nummer 3, erst jetzt Rey. Ja, gut, die anderen beiden sind geufft, aber das ist jetzt die erste Liste. Die erste, die Rey hat. Ja, beliebtesten Figuren aus den Sequels. R2-D2 mit... Nee, die beliebtesten Figuren aus Star Wars. R2-D2, Yoda, Han Solo, Luke Skywalker, Chewbacca, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, Leia Organa, Anakin Skywalker, C-3PO, Padme. Also... Ich check's nicht. Weil vor allem das Ding ist ja auch, dass man sagt, dass Rey eine der größten und beliebtesten, Anführungszeichen, Figuren der Sequels ist, ist ja nicht mal so beeindruckend, weil die ist halt gefühlt die Hälfte dieser ganzen Trilogie on screen. Also wäre merkwürdig, wenn da jemand anderes wichtiger für die Sequels wäre. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass sie beliebt ist. Komische Market Research. Aber gut. Ja. Und dabei geht es nicht um euch, die vielleicht 1000 Romane und Comics gelesen haben, oder um mich, der zumindest die Wiki-Seiten über diese Romane und Comics gelesen hat. Da geht es um den Durchschnittszuschauer. Und die Durchschnittszuschauerin ist vielleicht nicht unbedingt interessiert daran, was Darth Malgus gemacht hat und Revan und Nihilus, sondern eher daran, was Rey macht. Und wenn... Und da sind wir auch wieder bei einem anderen Punkt. Du kannst nicht vom Durchschnittszuschauer ausgehen. Das ist dasselbe, wie war das? Gregor Gysi hat zu Sarah Wagenknecht gesagt, als sie ihr BSW angekündigt hat. Du kannst nicht so ein bisschen rechte Politik machen und so ein bisschen linke Politik, weil am Ende verlierst du beide. Du kannst genauso wenig bei Star Wars sagen, ja, den mögen die ein bisschen, die ist bei denen so ein bisschen beliebt, wir machen nach dem Durchschnitt. Nein, du hast bei Filmen ganz klar 10% der Zuschauer, oder lass es 30% der Zuschauer sein, die für 70% der Einnahme zuständig sind. Und damn, wie wäre es, wenn man mal auf diese 30% der Zuschauer ein bisschen eingeht und nicht auf den Durchschnitt? Und ich zweifle auch sehr stark daran, dass der Durchschnitt jetzt sagt, boah, geil, Rey. Also, ja. Ich habe ungelogen und ich kenne viele Durchschnitts-Star-Wars-Zuschauer.
vor allem halt auch so in meiner Altersgruppe, wo alle mit Star Wars aufgewachsen sind, aber mittlerweile so ein bisschen raus sind. Ich kenne niemanden, ich habe noch nie in meinem Leben gehört, dass jemand sagt, ey, ich finde Rey voll cool. Noch nie in meinem Kann Leben. Kann auch sein, dass es der asiatische Markt ist, der amerikanische Markt, was weiß ich. Aber wenn Rey so beliebt wäre, bei Durchschnittsleuten, warum taucht das nirgendwo auf? Ja, das frage ich mich halt auch. Also. Warum ist Episode 8 so verhasst? Warum haben Leute Episode 7 gesehen und das, was durchs Internet gegangen ist, ist Nummer 1, es war kopiert, und Nummer 2, Rey ist schon eine Mary Sue. Das ist ja gerade das Ding. Also selbst, man könnte mir jetzt erzählen, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendein random Charakter, nehmen wir von mir aus Finn, dass der super beliebt ist, aber ich es einfach nicht so sehr mitbekomme. Aber mir kann doch jetzt niemand erzählen, dass eine Rey, die so offensichtliche Schwächen hat, die ja selbst ein Laie ganz klar bemerkt, da kann mir doch jetzt niemand sagen... Einer der am meisten gehatetsten Charaktere, die ich jemals gesehen habe. Genau. Es gibt keinen Charakter, der so sehr im Star Wars Kosmos im Internet analysiert und zerstört wurde. Genau, und da kann mir doch jetzt keiner erzählen, dass da jetzt es eine geheime Fanbase gibt, die größer ist als die Fanbase von Anakin Skywalker. Ja. Oder keine Ahnung was. Also, und wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh ja, die gibt es schon, nur das sind halt nicht die lauten Fans. Ja, das ist schön, aber diese Fans zahlen die Kinokarte und mehr nicht. Ja, genau diese das Fans ist. Fans geben nicht viel Geld aus. Ja, genau das ist es. Also, und auch mal ganz kurz, diese Fans sind raus. Also, mir kann keiner mehr erzählen, dass diese Fans aktuell noch im Star-Wars-Hype sind, weil das sind sie nicht. Diese Fans, die überhaupt nicht laut sind und noch nie in ihrem Leben einen Kommentar zum Thema geschrieben haben, die haben auch garantiert jetzt nicht unbedingt Disney Plus abonniert und schauen sich ja die ganzen Dreckserien an, die da seit 4 Jahren rausbringen. Das sind die nicht, diese Leute. Deswegen, du kannst die nicht als deine Fanbase sehen oder als die Leute, für die du die Filme machst, weil die sich seit 5 Jahren nicht mehr mit Star-Wars beschäftigen. Zug ist abgefahren, was soll man sagen? Wenn ihr das mit dem Auge betrachtet, dann merkt ihr auch, was der Grund ist, warum welche Sachen zu Filmen werden, die eigentlich Serien waren, warum welche Sachen als Filme angekündigt werden und warum es immer wieder Ankündigungen gibt, obwohl es kein Skript gibt, obwohl es noch nicht komplett eine Besetzung gibt überhaupt und obwohl die Filme überhaupt noch nicht voll entwickelt sind. Und eben, dann versteht ihr auch, warum solche Sachen immer wieder gecancelt werden und neue Projekte wieder angekündigt werden an deren Stand. Nein, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich immer auch nicht. Weil damit zerstören sie ihre Glaubwürdigkeit. Da sagt dir jeder. Also Elias und ich sind jetzt beide Mini-YouTuber. Selbst wir können dir sagen, das Wichtigste, das du hast in der Medienbranche, ist Glaubwürdigkeit. Ja, also... Da steckt kein Mastermind dahinter, kein krasser Investor, der einfach nur mal eben die Aktie hochjagen möchte. Ja. Das ist Bullshit, dieses Verhalten. Dieses Ankündigen und sonst und Streichen und nein, doch nicht und vielleicht doch, keine Ahnung. Und Tiger Waititi macht hier noch was und der Uropa von Kathleen Kennedy, der zum Zombie geworden ist, kommt aus dem Grab und hält nochmal die Kamera. Das Verhalten ergibt keinen Sinn. Ja. Die einzige Erklärung ist, dass diese Leute ihren Job nicht können. Ja. Also auch mal ganz kurz, ich verstehe den Punkt nicht, weil es wird hier jetzt so verkauft, als wäre es wirtschaftlich sinnvoll, ganz viele Sachen anzukündigen, sie zu canceln und neue anzukündigen. Das wäre wie, wenn ich morgen einfach ein 10-minütiges Blackscreen-Video hochlade, wo ich ins Thumbnail und in den Titel schreibe, ich habe George Lucas getroffen und interviewt. Kann sein, da klicken dann erstmal auch voll viele Leute drauf. Krass, wie hat der Typ George Lucas getroffen? Ja, habe ich nicht. Aber war jetzt wirtschaftlich sinnvoll oder was? Nächstes Mal schreibe ich dann, ich habe Hayden Christensen interviewt, dann werden die Leute aber denken, das ist dieses Opfer, der hat den nicht interviewt und deswegen gehen die nicht mehr drauf. Was hat er gesagt? Also, ja. Keine Ahnung, Mann. Aber das Hayden Christensen Interview kommt noch, ihr werdet sehen und es wird gut. Genau so. Da ist alles, worum es sich bei Investoren dreht, und die Investoren sind alles, worum sich Hollywood dreht. Ich hoffe, euch hat mein kleines Gedankenspiel hier gefallen und ihr verzeiht mir, dass ich heute nicht in meinem Set bin, sondern mal so aufnehme, aber... Ey, Luke,
Ist okay, möge der Geschirrspüler mit dir sein. Der Gedanke ging mir gerade nicht aus dem Kopf und ich wollte das mal irgendwie für euch formulieren. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Danke an den Sponsor der heutigen Folge Displayed. Also checkt unten den Link in der Videobeschreibung ab, um eben euch jetzt am Black Friday oder in der Kampagne des Black Fridays Sachen zu holen. Oder checkt auch gerne meinen Shop unten ab über den Link, mein Patreon und Co. Alle anderen Links sind unten verzeichnet und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. In die Horn. Ja. Gut. War wieder eine andere Meinung, aber ich würde sagen, der letzte Take war so ein bisschen L. Ja, also ich würde jetzt hier sogar mal so weit gehen und sagen, es ist eine Meinung, es ist eine Ansicht, die sich aber für mich zumindest jetzt relativ stark und eindeutig widerlegen lässt, weil sehr, sehr viele Punkte jetzt hier halt nicht so stark sind und ein bisschen für mich zumindest an der Realität vorbei argumentiert sind, weil es ist halt irgendwie nicht wirtschaftlich sinnvoll, Filme anzukündigen und sie zu canceln und im gleichen Atemzug dann zu sagen, das ist aber das Hauptproblem von Star Wars, alles schlecht geschriebene ist irgendwie nicht das Problem und die Person, die für all das verantwortlich ist, Kathleen Kennedy, die nehmen wir aus der Schusslinie und sie ist nicht dafür verantwortlich. Also irgendwas stimmt da jetzt halt nicht. Zumindest in meiner Wahrnehmung vielleicht was anders gemeint. Ich weiß es nicht. Ja. 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 Ey, an alle, die das hier jetzt auf YouTube sehen, oder an alle, die das jetzt im Stream sehen, das Ganze kommt auf YouTube auch noch. Und zwar auf dem Objektiv Guten Movie Talk. Das ist der Podcast-Kanal von Elias und mir. Da packe ich euch mal den Link hinein in den Stream. Und für alle, die das hier auf dem Objektiv Guten Movie Talk sehen, Elias und ich streamen tatsächlich. Also abonniert uns beide auf Jotobi und mich auf Twitch, weil auf Twitch mache ich alles an Streams, was nicht Star Wars und Filme ist. Yep. Deswegen, wir gehen heute auch noch auf Twitch. Lass da ein Abo da. Lass da ein Abo da. Willst du das Outro machen? Ich kann das Outro jetzt noch machen. Live im Stream. Ja, also für alle, die das jetzt hier auf YouTube oder auf dem Objektiv Guten Movie Talk sehen, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr zum Thema denkt. Haben wir hier irgendwie das Video falsch verstanden? Hat Luke einen Punkt gemacht, der vielleicht sehr krass war, den wir nicht verstanden haben? Oder sagt ihr auch, das Ganze war für euch nicht so überzeugend? Haut das gerne raus, lasst auf dem Weg ein Like und ein Abo da. Und dann würden wir sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.